kommt einer. Ich muss gleich nochmal in den Optionen nachgucken, wie man nachlädt. Ich finde hier keine Taste dafür. Nein! Oh. Tot? Alles tot? Wunderbar. Bist du okay? Ja, keine Sorge. Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Ganz genau. Oh, Sequenz. Nein, wir wollen die Szenen noch angucken. Hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Die Schwarzen! Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Oh je. Yeah. Schnell dorthin. Verdammt! Alle tot. Verdammt! 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 Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Keine Angst. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst du? Ja, ich verstehe dich. Okay. Wir haben eine Aufgabe. Die Reise beginnt. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung. Schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Okay, bis gleich. Okay, Munition. Blablabla, kenne ich schon. Kenne ich auch, erkläre ich gleich nochmal. Also wir können, ich muss mal kurz gucken, wo das denn hier war. Da war Lampe. Genau hier. Also wir können hier quasi unser Questblock angucken, welche Aufgaben wir haben. Und wenn es mal im Tunnel dunkel ist, können wir auch das Feuerzeug einschalten. Aber unter oben dieser Kompass mit dem grünen Pfeil zeigt immer unsere Richtung, wo wir hin müssen. Auch immer mal ganz praktisch. So, ja, zur Story. Wir heißen Artyom. Und wir haben halt jetzt von Hunter, der wollte jetzt danach gucken, was da los ist. Irgendwo in den Metro-Tunnels. Und falls er jetzt nicht, wenn er ist nicht zurückgekommen und deswegen sollen wir jetzt nach, zur Polis-Station reisen und Miller davon berichten. Und, ja, Artyom wollte jetzt erstmal, will jetzt erstmal nach Riga ziehen.
Und da wollen wir uns jetzt einer Karawane anschließen und wir sollen uns ausrüsten. Okay, da kommen wir. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Okay. Nur die Wachen dürfen durch. Dann gehe ich hier durch. Das ist schöne Musik. Wo hast du die Kassette her? Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit deinem Haus? Und da kommt der große Typ also rüber und... Ach, die Atmosphäre ist einfach genial hier. So viele Dialoge. Die Grafik ist schön. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn nicht niemand zu Hause? Ja, wir können ja an die Türen anklopfen, aber die meisten machen, glaube ich, nicht auf. Leute sind wer ist da? Wie bist du das, Peter? Nein, bin ich nicht. So, Patronen. Genau, zur Erklärung mit den Patronen. Ich hoffe, das bleibt jetzt ein bisschen ruhig, ja. Es gibt einmal die Militärmuni, die wird sozusagen als Geld hier benutzt. Und da, die kann man gegen andere Schrottmunitionen tauschen und dann verschießen. Man kann allerdings auch mit der Militärmunition schießen, aber ist so, als wenn man Geld verschießen würde. Ist aber allerdings, glaube ich, ein bisschen stärker auch. So, was habt ihr denn hier zu essen? Sieht ja nicht gerade lecker aus. Koteletts? Pampe. Wahrscheinlich Wodka, lass mich raten. Pass auf, mit wem du redest. So. Du hörst herum und hinterlässt uns auch. Hallo? Und scherz dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber macht. Du bist es, Artyom. Da wird jeder sauer. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Okay, gute Nacht. Hau ab, Artyom. Was, hau ab? Lass mich in Ruhe. Da. Schrubb doch im Dunkeln. Ja, lauf durch mich durch. Klar. Unfreundliches Pack. Oh, hier ist aber einiges los. Hier ist anscheinend der Marktplatz. Okay, hier... Das war die Erklärung zu den Händlern hier. Hier könnten wir Waffen kaufen, aber wir haben im Moment einfach zu wenig Geld. Schon wieder betrunken. Und genau, hier konnte man die Patronen tauschen. Aber mach ich jetzt auch nicht. Du säufst, als ob es kein Mord gibt. Wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Alles klar. Genau, da war die Waffenkammer. Da gehen wir jetzt mal hin. Und bekommen hoffentlich ein paar gescheite Waffen. Hallo. Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer herbestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Okay. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist deine Waffe und los, los, los. Danke. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Perfekt. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Alles klar. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Brauche ich nicht, bin ich zu gut für. Nein, Scherz. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Okay. Ich will dir keine Munition verschießen, deswegen... Wir bekommen schon noch die Gelegenheit, unsere Waffen auszuprobieren. Ja, ich wechsle mal auf die Waffe hier. Schon mal laden. So, und dann gehen wir weiter. Wir sind ausgerüstet. Jetzt können wir uns der Karawane anschließen. Genau, jetzt kam man hier durch. Ja, klar. Ich habe Moskau nie gesehen. Nur die alten Bilder. Hi, wie geht es dir, Ratio? Gut. Achso. Ach, unser Vater, glaube ich. Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Ja, ich gehe dann mal los. Tschüss. Hier geht's weiter. Ja, hier muss man immer ein bisschen die Augen offen halten, weil hier liegt öfter mal was rum, wie hier zum Beispiel. Haustier, in meinem Zimmer soll ich noch ein Schwein halten oder was? Wo soll da denn noch Platz finden? Wie ist eure Situation, Männer? Du schließt dich der Schwanne.
Ja? Hierher, beeil uns! Jo, bin unterwegs. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ja, bin ich. Bist du bereit? Dann los. So. Wir besteigen den Karren und machen uns auf den Weg nach Riga. Du setz dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Na dann steig mal ein. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Ich tippe auf Letzteres. Es wird gefährlich. Verfolgung. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Okay. Huch. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Ja, der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Police gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Gute Fahrt. Entweder das oder wow, man muss von der Hanse sein. Ich liebe es, wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder...